Okay, ich hoffe, ich kriege das jetzt genauso gut hin, wie die beiden Jungs, die es gemacht haben. Also die haben es gestern schon um 11 Uhr abgegeben, also wirklich... Nee, abends, also so nach der Hälfte der Zeit waren sie fertig. Und worum es bei StackCV halt geht, ist quasi, man bewahrt gerade bei Reputation, also man hat irgendwie sein GitHub-Profil, sein Code Academy-Profil und irgendwie will man das ja auch in seinem CV drin haben, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und was wäre geschickter als wie, ich kann das einfach automatisch generieren lassen. Und sage ich halt mal Create Now, kriege hier so ein paar Infos, dann gebe ich hier mein Profil an, also kopiere eben den Link zu meinem GitHub-Profil, zu meinem CodeSchool-Profil, zu meinem Code Academy-Profil und kann einfach sagen Generate CV. Und erstmal holt er mir halt alle Projekte, die ich auf diesen Plattformen habe, Kurse, die ich gemacht habe, sonst was, und kann eben auch hergehen und sagen, okay, das Repository, das soll jetzt nicht in mein CV, das ist scheiße, was ich da gemacht habe. Das ist jetzt irgendwie mein Projekt hier von diesem. Und das will ich vielleicht lieber nicht scheren. Und ja, dann kriege ich eben live generiert hier unten LaTeX-Code raus, kann einfach nehmen und in mein normales CV-Tablet integrieren. Und die Jungs haben auch explizit halt keine Styles oder sonst was dazu gepackt, dass man es eben in sein vorhandenes CV-Tablet integrieren kann und nicht irgendwie Inkonsistenz hat im Look and Feel von dem ganzen System. Dann vielen Dank und ich hoffe, ich kann die Fragen beantworten, repräsentativ für die beiden. Also was mich interessieren würde, ich komme von der Medienseite, da ist das Design und wie es ausschaut super wichtig. Wird das Ergebnis, das Endergebnis auch so aussehen für die Arbeitgeber? Also wie gesagt, es handelt sich halt um LaTeX, also man packt es in sein komplettes CV, also das ist ja auch nur der Part quasi für diese Seiten, da ist noch nicht mal ein normaler Lebenslauf, was ich gemacht habe, drin, wer ich bin. Und quasi da ist man eben ganz frei, irgendwie ein Standard-CV-Template zu nehmen, das es gibt, oder ein eigenes zu erstellen. Ja. Kannst du aber mal ein Beispiel zeigen? Hast du da gerade was da? Nein. Ich glaube, bei jemandem wäre so der Fokus von der Verständlichkeit, weil halt, also, wenn man sich irgendwo bewirbt, die Leute können nichts anzuhören, die wissen, wie mein Browser funktioniert, aber die wissen nicht, wie LaTeX funktioniert oder so. Und also das ist natürlich viel einfacher zu integrieren, wenn man einfach einen Link hat. Und meine Frage wäre, inwiefern ist das überhaupt eine Konkurrenz zu dieser Open Source Report Card oder wie das Projekt heißt? Da kannst du nämlich auch das Ganze machen. Also das kann ich nicht sagen, ich kenne das Projekt nicht und ich glaube auch, die beiden kannten das Projekt wahrscheinlich auch nicht und haben es deswegen gemacht. Also rein Vermutung, vielleicht ist es auch besser oder dieses Open-Ding kann irgendwie Code Academy nicht oder so. Und jetzt hatte Alex aber Code Academy und will jetzt unbedingt in seinem CV auch seine Code Academy sein. Das ist das Problem so in Vertretung. Weitere Fragen? Oder machst du das besser?